The sound of ocean surf, of waves, a natural sound most people find pleasing and relaxing. It is a sound of natural energy, a natural energy always present when the ocean meets the shore, the sound of waves of energy in action. Wir alle wissen, dass Regierungsbehörden zuweilen etwas zwielichtig sein können. Im Laufe der Jahre haben zahllose freigegebene Dokumente das Interesse der CIA an veränderten Bewusstseinszuständen und ihre enge Beziehung zu diesen beleuchtet. Spätestens seit der Veröffentlichung des MKUltra-Projekts ist das keine Neuigkeit mehr. Kürzlich bin ich auf ein freigegebenes Dokument aus dem Jahr 1983 gestoßen, das den Titel Analysis and Assessment of the Gateway Process trägt. Und ich kann euch sagen, dass es etwas ganz anderes ist. Um euch eine Vorstellung davon zu geben, bevor wir uns näher damit befassen, möchte ich die grundlegende Prämisse skizzieren. In diesem Dokument geht es um den sogenannten Gateway-Prozess oder die Gateway-Bänder. Eine Technik, mit der man veränderte Bewusstseinszustände, außerkörperliche Erfahrungen und Astralprojektionen erreichen kann, indem man durch das Gefüge der Realität aufsteigt und Raum und Zeit überwindet. Diese Dinge werden durch das Anhören einer Reihe von Tonbändern von Robert Monroe erreicht und basieren stark auf den Theorien des Autors, Erfinders und Mystikers, Itzhak Bentov. Aber bevor wir weitermachen, muss ich eine Warnung aussprechen. Vieles von dem, was in den Gateway-Akten und in diesem Video besprochen wird, ist stark von Mystik, Spiritualität und dem theoretischen Rahmen geprägt, der im Wesentlichen von einem einzigen Mann geschaffen wurde. Bentov stützt sich zur Untermauerung seiner Behauptungen auf viele Bereiche, einschließlich der Quantenphysik. Und es kann schwierig werden, seine Behauptungen zu bestätigen oder zu diskreditieren oder ihnen einfach zu folgen, wenn man nicht gerade ein Experte auf diesen Gebieten ist. Unabhängig davon lohnt es sich, ihm zuzuhören, egal ob ihr seiner Theorie glaubt oder nicht. Letztendlich müsst ihr selbst entscheiden, welche Teile seiner Behauptungen ihr glauben wollt und welche nicht. Wie ihr vielleicht gesehen habt, wird dieses Video ziemlich lang und manchmal etwas technisch, also habt ein bisschen Geduld mit mir. Um zu verstehen, was den Gateway-Prozess besonders macht, sollten wir erwähnen, dass vergleichbare veränderte Bewusstseinszustände, wie sie Itzhak Bentov beschreibt, auch durch andere Techniken und Methoden hervorgerufen werden können. Diese Techniken basieren auf ähnlichen Prinzipien, doch machen die durch den Gateway-Prozess möglichen Erkenntnisse diesen vermutlich einmalig. Alles beginnt mit dem Gehirn, genauer gesagt mit den Gehirnwellenmustern, die den verschiedenen Bewusstseinszuständen entsprechen, wie unserem normalen Wachbewusstsein, aber auch dem Schlaf- oder meditativen Zuständen. Robert Monroe, der Gründer des Monroe-Instituts, ist dafür bekannt, dass er in seinem 1971 erschienenen Buch Journeys Out of the Body den Begriff außerkörperliche Erfahrung erfand. Obwohl die Technik an sich natürlich schon seit Tausenden von Jahren in verschiedenen Zivilisationen bekannt ist. Was Monroe jedoch entdeckte, ist, dass man einen Zustand synchronisierter Gehirnwellenmuster der rechten und linken Gehirnhälfte herbeiführen kann, den er später Hemisync nannte. Als er seine Technik beschrieb, verglich er sie mit einer Rampe, die von der örtlichen Straße zur Autobahn der Bewusstseinsforschung führt. Vergleich dies mit Freuds Vorstellung von Träumen, die ihrerseits einen veränderten Bewusstseinszustand darstellen, als Königsweg zum Unterbewusstsein. Hemisync und die Gateway-Tapes sollen eine Abkürzung und einen zuverlässigen Weg für Ungeübte darstellen, um trance-ähnliche meditative Zustände zu erreichen, die ansonsten methodische und langwierige Übung in Lehren wie der Zen-buddhistischen Tradition erfordern würden. Laut Oberstleutnant Wayne MacDonald, dem Autor der Gateway-Papiere, ist der effektivste Einstieg in das Thema eine kurze Erklärung der zugrunde liegenden Mechanismen und Prinzipien. So kann man am besten verstehen, was genau der Gateway-Prozess ist. Dazu sollte man zunächst auf Techniken und Methoden eingehen, die bestimmte Gemeinsamkeiten mit dem Prozess aufweisen. Dies schafft einen nützlichen Referenzrahmen, um den Gateway-Prozess einzuordnen und zu erklären. These techniques include
Die Funktionen unseres Gehirns sind zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte aufgeteilt. Die linke Hemisphäre wird als der linear denkende Teil unseres Gehirns beschrieben. Ihr Schwerpunkt liegt darin, eingehende Reize zu prüfen und ihnen eine bestimmte Bedeutung zuzuweisen, bevor die Informationen an die rechte Hemisphäre weitergeleitet werden. Diese ist für die Intuition, den nonverbalen und mustererkennenden Teil zuständig. In der Hypnose geht es nun darum, die linke Gehirnhälfte auszuschalten oder abzulenken, damit Reize, einschließlich hypnotischer Suggestionen, die rechte Seite unseres Gehirns erreichen können. Dort können wir eine Reihe von Punkten finden, die mit bestimmten Stellen im Körper korrespondieren, hier ominöserweise der Homunculus genannt. Wenn wir bestimmte Punkte mit der richtigen Suggestion ansprechen, zum Beispiel ein bestimmtes Gefühl oder eine Empfindung wie Taubheit, wird dies eine Reaktion im Körper auslösen. Bei der transzendentalen Meditation geht es um Konzentration und darum, Energie durch das Rückenmark hochzuziehen, wie Benthoff es beschreibt. Durch den veränderten Herzschlag wird eine Art Welle erzeugt, die das Gehirn erreicht und es in gewisser Weise polarisiert. Laut Benthoff ist dieses Heraufziehen der Kundalini auch unter längerer Einwirkung von Schwingungen zwischen 4 und 7 Hertz möglich. Er vergleicht es mit einer Autofahrt, bei der der Sicherheitsgurt in der richtigen Position ist, oder mit dem Stehen unter einem Lüftungsschacht. Nun, ob man wirklich erleuchtet werden kann, wenn man zu lange zu nahe an einem Lüftungsschacht steht, weiß ich nicht. Aber die Theorie, von der Benthoff ausgeht, ist eine sehr reale. Die Methode des Kundalini-Yoga wird in der östlichen Tradition seit unzähligen Generationen praktiziert. In den alten Texten steht geschrieben, dass wir einen riesigen Energiespeicher haben, der sich an der Basis unserer Wirbelsäule im Muladhara-Chakra zusammengeballt hat. Während sie durch die verschiedenen Tore, die Energiezentren unseres Körpers, aufsteigt, bahnt sie sich ihren Weg zur Spitze unseres Kopfes, dem Kronenchakra, und wir werden erleuchtet. Zumindest ist das die Theorie in Kurzform. In Wirklichkeit scheint es immer noch einen Unterschied zwischen der wahren Erleuchtung oder Moksha, durch die Bindu-Visarga, auf die wir gleich zurückkommen werden, und dem Kundalini-Erwachen zu geben. Einige, die nicht richtig geführt wurden, beschreiben Symptome, als wären sie fast verrückt oder von einer Art fremder Energie besessen. Ein weiteres verwandtes Prinzip, auf das im Dokument eingegangen wird, ist das Biofeedback. Anstatt die linke Hemisphäre zu unterdrücken oder zu umgehen, wie bei den vorherigen Methoden, konzentriert es sich darauf, einen Weg zwischen dem gewünschten Ergebnis und der Empfindung zu schaffen, um die rechte Hemisphäre konsequent zu aktivieren. Dies funktioniert im Wesentlichen durch Erinnerungsaufrufe, Affirmationen und Wiederholungen. Mit dieser Technik kann man zum Beispiel die Durchblutung von Körperteilen bewusst steigern, die eigene Körpertemperatur erhöhen oder senken und einen tiefen meditativen Zustand erreichen, ohne sich langwierig in speziellen Meditationstechniken üben zu müssen. Nachdem wir diese Prinzipien erwähnt haben, kommen wir nun dazu, was die Techniken des Gateway-Prozesses eigentlich beinhalten. Die Gateway-Erfahrung ist ein Trainingssystem, das darauf abzielt, die Amplitude und Frequenz der Hirnströme zwischen der linken und der rechten Hemisphäre zu verstärken, zu fokussieren und kohärenter zu machen, um das Bewusstsein zu verändern und es aus der physischen Sphäre herauszulösen, sodass man schließlich sogar den Beschränkungen von Zeit und Raum entrinnen kann. So lautet die offizielle Erklärung. Die vom Monroe-Institut angewandte Hemisynchronisationstechnik ist für diesen Prozess von zentraler Bedeutung. Im gewöhnlichen Wachbewusstsein ist der Zustand der Synchronisation zwischen den Hemisphären selten und von kurzer Dauer. Laut Studien von Alma und Alice Green von der Menninger Stiftung sind jedoch Menschen, die zum Beispiel eine lange Ausbildung in Lehren wie Zen-Meditation haben, in der Lage, diesen Zustand der Hemisynchronisation konsequent herbeizuführen und über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten. Melissa Jager, Hauptausbilderin des Gateway-Programms am Monroe-Institut, gibt uns eine nützliche Metapher an die Hand, um zu verstehen, wie Hemisync auf das Gehirn wirkt. Sie vergleicht das normale Wachbewusstsein mit einer Lampe, die Wärme und Licht in einer ungeordneten, chaotischen Weise abgibt.
Die Energie verteilt sich über einen großen Radius. Mit Hilfe der Synchronisation können wir diesen Energiestrom nun auf ein schmales Band fokussieren und erhalten schließlich eine Art Laser mit einheitlicher Frequenz und Amplitude. Sobald wir diesen Gleichklang erreicht haben, ist es möglich, sowohl die Frequenz als auch die Amplitude zu beschleunigen, sodass der Geist auf immer höheren Schwingungsebenen resoniert. Dann ist es möglich, sich mit verschiedenen Energieebenen, die im Universum existieren, zu synchronisieren oder darauf einzustimmen. Durch geistige Tätigkeit auf metaphysischen Ebenen soll es somit möglich sein, Erkenntnisse zu gewinnen und mit Sinn zu füllen, die über die normale physische Wahrnehmung hinausgehen. Eine solche Wahrnehmung erfolgt in der Regel visuell in Form von Symbolen, kann aber auch als überraschende Blitze ganzheitlicher Intuition wahrgenommen werden oder sogar in Form von Szenarien, die sowohl visuelle als auch akustische Wahrnehmung beinhalten. Diese Art von ganzheitlicher Intuition könnte auch als eine Form der noetischen Einsicht beschrieben werden, wobei die noetische Qualität eines der vier Kennzeichen der mystischen Erfahrung ist. Okay, wie erreichen wir nun diese Synchronisation? Nun, um zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir über die sogenannte Frequenzfolgereaktion, kurz FFR, sprechen. Kurz gesagt, das Gehirn hat die Fähigkeit, bestimmte Frequenzen zu emulieren, die einigen seiner eigenen Betriebsmodi entsprechen. Wenn du zum Beispiel wach bist und dein Gehirn Frequenzen auf der Theta-Ebene hört, die deiner Gehirnwellenleistung im Schlaf entsprechen, wird es automatisch versuchen, die gehörte Frequenz zu imitieren. Und wenn du dich nicht widersetzt, kannst du auf diese Weise tatsächlich einschlafen oder zumindest schneller einschlafen. Das steckt auch hinter dem YouTube-Trend von subliminalen Audios oder Theta-Frequenzen zum Einschlafen. Das Problem ist nur, dass die Frequenzen, die wir erzeugen wollen, außerhalb des Spektrums liegen, das wir mit unseren Ohren wahrnehmen können. Die Gateway-Tapes machen sich also eine andere Gehirnfunktion zunutze, nämlich unsere Fähigkeit, Schwebungsfrequenzen oder den Unterschied zwischen zwei gleichzeitig abgespielten Frequenzen zu erkennen. Wenn wir im linken Ohr eine Frequenz spielen, die 10 Hertz unter der im rechten Ohr liegt, hört unser Gehirn nicht die beiden unterschiedlichen Frequenzen, sondern den Unterschied zwischen ihnen. Ziel ist es, die linke Hemisphäre zu entspannen und den Körper in einen hypnagogischen Schlafzustand zu versetzen, in dem unser Körper praktisch schläft, unser Geist aber noch wach ist. Neben der Anwendung in den Gateway-Tapes wird diese Methode in der yogischen Tradition als erster Schritt zur Astralprojektion verwendet, ebenso wie die sogenannte Wild-Technik beim luziden Träumen oder, um auf den Westen zurückzukommen, Hypnopedia, das heißt Lernen durch Audio im Schlaf, was Mitte des 20. Jahrhunderts in Mode war und auch eines der Themen war, mit denen sich Robert Monroe zuvor beschäftigt hatte. Die Theorie der verschiedenen Frequenzebenen im Universum ist ebenfalls ein Konzept, das in allen Kulturen zu finden ist. Ob man es nun durch die wissenschaftliche Linse der verschiedenen Schwingungen betrachtet, die verschiedenen Bewusstseinszuständen wie Wachsein, Schlaf und Traum entsprechen, oder ob man den spirituellen Weg geht und innerhalb der Frequenzebenen die verschiedenen chakrischen Schwingungen des Universums betrachtet, wobei das kulturell allgegenwärtige OM die Grundfrequenz aller Dinge ist. Aber warum ist diese ganze Frequenzsache speziell für den Gateway-Prozess relevant? Indem wir einen physischen Ruhezustand im Körper erreichen, eliminieren wir das, was Bentov das Bifurkationsecho nennt, sodass der Klang des Herzschlags etwa 7 Mal pro Sekunde harmonisch durch den Körper dringt. Es ist wirklich schwierig, sich das vorzustellen. Um euch einen kurzen Überblick darüber zu geben, was passiert. Wenn wir den Körper in einen entspannten Zustand versetzen, ändert das Herz seinen Rhythmus. Und anstelle eines Interferenzmusters, das durch den Puls verursacht wird, erhalten wir ein regelmäßiges rhythmisches Sinuswellenmuster, das durch den Körper wandert und im Gehirn in Resonanz geht. Es bringt das Gehirn auf eine bestimmte Weise zum Schwingen oder Vibrieren. Zwischen dem Gehirn und dem Schädel befinden sich verschiedene Schichten von Membranen und Flüssigkeiten, sodass sich das Gehirn durch das Erreichen dieses regelmäßigen Musters etwa 0,005 bis 0,010 mm bewegt. Nun sagt Bentov, dass unser Körper auf diese Weise zu einem einzigen Schwingungssystem
Minute im Wirt. Dass Energie zwischen 6,8 und 7,5 Hertz in den ionosphärischen Hohlraum der Erde überträgt, stellt euch das einfach als eine Schicht um die Erde herum vor. Und diese Schicht schwingt durch einen absurd komplizierten physikalischen Prozess selbst mit 7 bis 7,5 Hertz. Ich würde gerne erklären, wie das funktioniert, aber ehrlich gesagt verstehe ich es selbst nicht ganz. So wie ich es verstehe, ist es aber so, dass unser Output an niederfrequenten Schwingungen mit dem elektrostatischen Feld der Erde verschmilzt. Glücklicherweise gibt Benthoff selbst uns seine Interpretation. Dies geschieht auf einer sehr langen Wellenlänge von etwa 40.000 Kilometern, also ungefähr dem Umfang des Planeten. Mit anderen Worten, das Signal der Bewegung unseres Körpers wird in etwa einer Siebtelsekunde durch das elektrostatische Feld, in das wir eingebettet sind, um die Erde reisen. Eine solche Wellenlänge kennt keine Hindernisse und ihre Stärke schwächt sich über große Entfernungen nicht wesentlich ab. Es ist das ideale Medium für die Übermittlung eines telepathischen Signals. Wenn das alles furchtbar kompliziert klingt, möchte ich euch warnen, es kommt noch schlimmer. Benthoff mag seine Physik wirklich. Aber um zum interessanten Teil zu kommen, muss man sich ein wenig gedulden. Denn das ist wichtig, um zu verstehen, wovon er in der zweiten Hälfte der Abhandlung überhaupt spricht. Ausgehend von der Annahme, dass wir mit unserer Umgebung ein homogenes System eingegangen sind, sollte es der Theorie zufolge nun möglich sein, den Samen des Bewusstseins in die Umgebung zu übertragen, da die beiden elektromagnetischen Felder von uns und der Erde nun ein einziges Energiekontinuum bilden. Dies bedeutet eine außerkörperliche Erfahrung. Um die tiefergehenden Konzepte hinter dem Gateway-Prozess zu verstehen, ist es wichtig, ein gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln, wie Benthoff die Realität beschreibt und wie er insbesondere das Bewusstsein betrachtet. Er sagt uns, dass die Unterscheidung zwischen Materie und Energie als zwei deutlich unterschiedliche Zustände der Existenz bestenfalls irreführend ist. Wenn man genau hinsieht, gibt es so etwas wie feste Materie nicht. Und tatsächlich scheint die Wissenschaft ihm in diesem Punkt recht zu geben. Wie die meisten von uns heute wissen, ist ein Atom nicht an einem Ort fixiert, sondern existiert in einer Wahrscheinlichkeitswellenfunktion. Ich glaube nicht, dass ich jemandem das Doppelspaltexperiment oder Schrödingers Katze erklären muss. Wir sind schließlich im Internet. Ich gehe davon aus, dass die meisten Leute, die sich dieses Video ansehen, mit den Grundlagen der Unschärfe vertraut sind. Benthoff beschreibt sie so, dass alles aus oszillierenden Energiegittern besteht, die miteinander interagieren und dass die Zustände der Materie in Wirklichkeit Variationen des Energiezustands sind. Demzufolge, so postuliert er, ist das Bewusstsein lediglich eine Funktion der Wechselwirkung von Energie in zwei entgegengesetzten Zuständen, Bewegung und Ruhe, in dem, was er das Hologramm nennt. Die Prämisse erinnert auch an eine andere Theorie, die Theorie der Koaleszenz im Rahmen der panpsychistischen Philosophie. Sie besagt, dass alles bis zu einem gewissen Grad Bewusstsein ist und dass in einer bestimmten Menge an Materie eine exponentielle Menge an Energie vorhanden ist, was auch der Grund dafür ist, dass Atombomben funktionieren. Aber dann geht sie noch einen Schritt weiter und behauptet, dass in der Energie eine exponentielle Menge an Bewusstsein enthalten ist. Materie ist also kondensierte Energie und Energie ist kondensiertes Bewusstsein. Die Tatsache, dass wir es noch nicht entdeckt haben, bedeutet nicht unbedingt, dass die Theorie falsch ist. Es könnte nur sein, dass wir noch keine wissenschaftliche Methode gefunden haben, um das Bewusstsein zu untersuchen. Die Grundlagen für viele theoretische Konzepte zum Phänomen des Gateway-Prozesses finden sich in Benthoffs Roman Stalking the Wild Pendulum. Laut Benthoff sollen viele der für den Roman entwickelten Erkenntnisse und Ideen sowie einige der darin beschriebenen Technologien durch Inspiration aus dem von ihm postulierten universellen Hologramm entstanden sein. Energie erschafft, speichert und findet Bedeutung im Universum, indem sie mit bestimmten Frequenzen in einem dreidimensionalen Modus projiziert oder expandiert, der ein lebendiges Muster erzeugt, das Hologramm genannt wird. Um zu erklären, was er meint, gibt Benthoff uns ein Beispiel.
Wir haben eine Schüssel mit Wasser, in die drei Kieselsteine geworfen werden. Während die Wellen, die durch ihren Eintritt entstehen, nach außen strahlen, wird die Oberfläche des Wassers blitzartig gefroren und entfernt. Dann wird das Eis mit einem Laser bestrahlt. Was wir erhalten, ist ein dreidimensionales Modell oder eine Darstellung der Position der drei Kieselsteine in der Luft. Die Wissenschaft hinter der Methode, Informationen auf diese Weise abzurufen, geht auf Dennis Gabor zurück, der für seine Arbeit 1971 den Nobelpreis für Physik erhielt. Er wird auch der Vater der Holographie genannt. Er entwickelte die Theorie 1947, doch konnte sie bis zur Erfindung des Lasers jahrelang nicht verifiziert werden. In der Gateway-Studie wird ein weiteres Beispiel von dem Biologen Lyle Watson angeführt. Die reinste Art von Licht, die uns zur Verfügung steht, wird von einem Laser erzeugt, der einen Strahl aussendet, in dem alle Wellen eine Frequenz haben, wie die eines idealen Kieselsteins in einem perfekten Teich. Wenn sich zwei Laserstrahlen berühren, erzeugen sie ein Interferenzmuster aus hellen und dunklen Wellen, das auf einer fotografischen Platte aufgezeichnet werden kann. Wenn einer der Strahlen nicht direkt vom Laser kommt, sondern zuerst von einem Gegenstand, zum Beispiel einem menschlichen Gesicht, reflektiert wird, entsteht ein sehr komplexes Muster, das aber dennoch aufgezeichnet und gelesen werden kann. Die Aufzeichnung wird ein Hologramm des Gesichts sein. Der Schlüssel zur Erstellung eines Hologramms liegt darin, dass Energie im Zustand der Bewegung mit Energie im Zustand der Ruhe oder Nichtbewegung interagieren muss, zum Beispiel mit dem Kieselstein und der Wasseroberfläche. Um eine Bedeutung zu erhalten, muss die Energie durch das Interferenzmuster hindurchgehen. Welche Auswirkungen hat dies nach Benthoff? Bitte habt Geduld mit mir, das wird ein bisschen verwirrend. Wenn man unsere Sichtweise erweitert, kann man das gesamte Universum als eine komplexe Ansammlung von interagierenden Energiefeldern betrachten. Es ist an sich ein gigantisches Hologramm von unglaublicher Komplexität. Das elektrostatische Feld des Geistes bezieht Energie, die Aspekte des universellen Hologramms durchläuft und erzeugt ein holographisches Bild. Es projiziert Bedeutung in dem Sinne, dass es die Energie der Wellenmuster liest, die es durchläuft. Ein entscheidender Faktor dafür, wie das holographische Bild vom Verstand wahrgenommen und interpretiert wird, ist von seiner eigenen Frequenz abhängig. Man kann sich unser Gehirn als kleine Radioantennen vorstellen, die verschiedene Frequenzen aufnehmen und ein Ausgangssignal wie einen Ton erzeugen. Je nachdem, auf welche Frequenz wir uns einstimmen, können wir verschiedene Bilder oder Töne wahrnehmen, die dort draußen sind. Um auf den Text zurückzukommen, Veränderungen in der Frequenz und der Amplitude des elektrostatischen Feldes, das den menschlichen Verstand umfasst, bestimmen die Konfiguration und damit den Charakter der holographischen Energiematrix, die der Verstand projiziert, um Bedeutungen direkt aus der holographischen Übertragung des Universums aufzufangen. Mir persönlich gefällt mein Radiobeispiel besser. Um die Bedeutung des gerade Empfangenen zu interpretieren, vergleicht der Verstand das Bild mit sich selbst. Er vergleicht es mit der Erinnerung. Dies greift eine der zentralen wissenschaftlichen Debatten unserer Zeit auf. Ist das Bewusstsein ein emergentes Phänomen, das aus den komplexen Interaktionen des Gehirns entsteht, oder ist das Gehirn vielmehr ein Empfänger eines externen Bewusstseins, das unabhängig von uns existiert? Dies zieht eine Menge mystischen Ballast nach sich, wie die Illusion des Selbst oder den Zustand der Nicht-Dualität, und es umreißt die grundlegende Kluft zwischen einer materialistischen und einer idealistischen Weltanschauung. In dem Dokument wird der Psychologe Keith Floyd zitiert. Im Gegensatz zu dem, was jeder weiß, ist es vielleicht nicht das Gehirn, das das Bewusstsein erzeugt, sondern das Bewusstsein, das die Erscheinung eines Gehirns erzeugt. Der Vorschlag, dass wir nur durch Vergleich wahrnehmen, ist eine der Säulen von Benthoffs Theorie. Er sagt, unser Verstand funktioniere ähnlich wie ein Computer, der komplexe Eingaben auf eine zweidimensionale Form reduziert, die er verarbeiten und verstehen kann. Wir vergleichen eingehende Informationen mit Daten, die in unserem eigenen Gedächtnis gespeichert sind. In veränderten Zuständen fungiert die rechte Hemisphäre als Hauptempfänger und die linke als diejenige, die die Daten verarbeitet. Die sich überschneidende Funktion kann als ein Bewusstseinsenergiegitter visualisiert werden.
Und wieder einmal deckt sich dies mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir wissen jetzt, dass wir, wenn wir etwas betrachten, nicht wirklich alle Informationen verarbeiten. Der größte Teil der Arbeit besteht darin, die Eindrücke unserer Sinne mit früheren Erfahrungen zu vergleichen und ein Vorhersagemodell oder fundierte Vermutungen anzustellen. Unser Verstand führt ständig Vergleiche durch und entscheidet sich für die wahrscheinlichste Lösung, anstatt jede Sekunde mühsam die Sinnesdaten zu verarbeiten. Das ist nützlich, um Energie zu sparen, aber es ist nicht unbedingt die genaueste Darstellung unserer Realität. Man kann sehen, wie diese Unterscheidungs- und Vergleichsfähigkeit in transzendentalen Zuständen oder psychedelischen Erfahrungen zusammenbricht, wo wir wieder in einen Zustand des Staunens und des Gefühls der Neuheit und Bedeutung von allem versetzt werden. Was die Selbsterkenntnis betrifft, so wird in dem Papier zwischen dem menschlichen Bewusstsein und dem von Pflanzen und Tieren unterschieden. Wir sind nicht nur bewusst, sondern wir sind uns auch bewusst, dass wir bewusst sind. Dieses Konzept des Materiebewusstseins kann auf unsere Fähigkeit zurückgeführt werden, Teile unserer eigenen Hologramme zu duplizieren und nach außen zu projizieren, die wir dann in unserem Gedächtnis wahrnehmen und mit uns selbst vergleichen können. Bis zu diesem Punkt war unsere Diskussion über den Gateway-Prozess relativ einfach und leicht nachvollziehbar. Ja, jetzt, wo wir all das langweilige Zeug aus dem Weg geräumt haben, können wir tiefer in die Welt der verschiedenen Dimensionen, Zeitreisen, der Form des Universums und noch mehr Quantenphysik eintauchen. Mit anderen Worten, jetzt beginnt der Spaß. Doch bevor wir zu den spannenden Aspekten der Überwindung von Raum und Zeit kommen, müssen wir definieren, was Zeit und Raum überhaupt sind. Unserem guten Freund, der Physik, zufolge ist Zeit nichts anderes als eine Messung von Energie oder Kraft in Bewegung. Mit anderen Worten, sie ist ein Maß für Veränderung. Und damit Energie in Bewegung sein kann, muss sie auf einen bestimmten Bereich von Schwingungen begrenzt sein. Auf diese Weise haben wir eine ziemlich gute Vorstellung davon, in welchem Bereich oder an welchem Ort sie existiert, der sich von anderen Orten unterscheiden lässt und den wir Raum nennen. Nach unserem heutigen Verständnis diktieren Thermodynamik und Entropie den Fluss der Zeit. Sie folgt einem Pfad zu größerer Entropie. Wenn die Newtonschen Gesetze jedoch verletzt werden können, kann die Zeit möglicherweise verändert werden. Was die Begrenzung der Energie betrifft, so gibt uns das Gateway-Dokument diesen Informationsblock und ich werde ihn vollständig lesen, weil er für so ziemlich alles, was danach kommt, entscheidend ist. Energie, die nicht begrenzt ist, ist eine Kraft ohne Grenzen, ohne Dimension, ohne Begrenzung durch die Form. Sie ist unendlich, kann sich nicht bewegen, weil es nichts jenseits der Unendlichkeit gibt und befindet sich daher außerhalb der Dimension der Zeit. Denn keine Bewegung bedeutet keine Veränderung, keine Zeit. Sie ist auch jenseits des Raums, denn dieses Konzept impliziert, dass eine bestimmte Energieform auf einen bestimmten Ort beschränkt ist und sich nicht an anderen Orten befindet. Wenn sich die Energie jedoch im Zustand der Unendlichkeit befindet, gibt es keine Grenzen, kein hier von dort zu unterscheiden, keinen Sinn für Fläche. Energie im Zustand der Unendlichkeit bedeutet Energie, die sich gleichmäßig und grenzenlos ausdehnt. Sie hat keinen Anfang, kein Ende, keinen Ort. Sie ist bewusste Kraft, die grundlegende, ursprüngliche Kraft der Existenz ohne Form, ein Zustand unendlichen Seins. Diese Energie im Zustand der inaktiven Unendlichkeit nennt man Energie in ihrem absoluten Zustand. Oder einfach das Absolute. Was wissen wir sonst noch darüber? Das absolute Bewusstsein kann offenbar immer noch passiv wahrnehmen, welche Hologramme die Energie im Universum erschafft. Jedoch kann es von Bewusstsein auf niedrigeren Ebenen oder Dimensionen wahrgenommen werden. Laut Benthoffs Theorie gibt es zwischen dem Absoluten und der materiellen Welt mehrere Ebenen, auf die wir in veränderten Bewusstseinszuständen Zugang erhalten können. Dabei können wir dieses Erreichen höherer Ebenen fortsetzen, bis wir letztendlich die Stufe des Absoluten erreichen. Doch dort würde die Wahrnehmung enden, da das Absolute kein Hologramm von sich selbst oder über sich selbst erschafft. Erinnern wir uns daran, dass es sich in einem Zustand der totalen Ruhe
befindet und nicht wirklich Energie durch sich selbst hindurchleiten kann, wenn es bereits überall und jenseits des Konzepts von Raum und Zeit selbst ist. Als ich diese Erklärung von Zeit und Raum zum ersten Mal las, musste ich sofort an das buddhistische Konzept des Brahman denken, eine Art universelles Bewusstsein, von dem wir alle Teile sind, wie kleine Wassertropfen, die aus einem unendlich großen Ozean gehoben wurden. Und wenn wir dieses Leben verlassen, werden wir wieder mit dieser Einheit verschmelzen. Aber auch modernere Auffassungen beinhalten diese panpsychische Vision eines allumfassenden Geistes oder einer geistigen Größe, wie sie der berühmte englische Autor Aldous Huxley in seinem Buch Doors of Perception beschreibt. Darin verfolgen wir die erste Erfahrung des Schriftstellers mit Mescalin, einem psychedelischen Präparat, das ihm eine mystische Erfahrung ermöglicht, bei der seine gleichnamigen Tore der Wahrnehmung weit aufgesprengt werden. Er folgt der Auffassung des Cambridge-Philosophen C.D. Broad, der den Verstand als etwas ansieht, das unsere Wahrnehmung der Realität begrenzt. Jeder Mensch ist in jedem Augenblick in der Lage, sich an alles zu erinnern, was ihm je widerfahren ist, und alles wahrzunehmen, was überall im Universum geschieht. Die Funktion des Gehirns besteht darin, uns davor zu bewahren, von dieser Masse an weitgehend nutzlosem und irrelevantem Wissen überwältigt und verwirrt zu werden, indem es das meiste von dem ausschließt, was wir sonst wahrnehmen oder erinnern sollten, und nur die sehr kleine und spezielle Auswahl übrig lässt, die wahrscheinlich praktisch nützlich ist. Huxley vergleicht den Verstand mit einer Art Drosselklappe, die aus der Fülle der Informationen nur das herausfiltert, was für unser Überleben notwendig ist. Die Wahrnehmung wird so zu einem evolutionären Prozess. Während seiner Erfahrung denkt Huxley auch über die Lehren des Buddha nach und erlebt die Nicht-Dualität, die mit dem Erlangen der Erleuchtung einhergeht, den Aufstieg zum Absoluten oder die mystische Erfahrung im Allgemeinen, wie sie von Leuten wie Meister Eckhart bereits im 13. Jahrhundert oder wohl noch viel früher in den Schriften der antiken griechischen Mystiker wie Heraklit beschrieben wurde. Eine Sache, die dieses Konzept in den buddhistischen Lehren besonders gut zum Ausdruck bringt, ist der Bindu-Visarga oder fallende Tropfen. Es ist ein Punkt ganz oben auf dem Kopf und das buddhistische Gesetz besagt, dass es sich dabei um einen Punkt von unendlicher Dichte und Energie handelt, die Quelle unbegrenzt Bewusstseins. Der Zusammenbruch aller Dinge zu einem Punkt, der, wenn er durch die aufsteigende Energie zum Beispiel des Kundalini-Yoga erlangt wird, freigesetzt wird. Wie funktionieren die aufsteigenden Dimensionen im Gateway-Prozess? Lasst es uns herausfinden. Um in diese höheren Dimensionen zwischen unserer physischen Welt und dem Zustand des Absoluten einzutreten, müssen wir unsere Gehirnwellenleistung auf ein höheres Maß beschleunigen. Dies ist entscheidend für die Wahrnehmung von Nicht-Zeit-Raum-Dimensionen. Und wie ist das möglich? Bin ich wahnsinnig? Was ist überhaupt die Planck-Länge? Nun, die kurze Antwort lautet, die kleinste Entfernung, bei der die Physik noch Sinn macht. Jenseits dieses Punktes wird es merkwürdig. Das Problem mit den verschiedenen Planck-Messungen ist, dass sie irgendwie überhaupt nichts beschreiben. Die Länge, die das Licht in einer Planck-Sekunde zurücklegt, ist die Planck-Länge. Und die Planck-Sekunde ist die Zeit, die das Licht braucht, um die Planck-Länge zurückzulegen. Was bedeutet das also überhaupt? Die Feinheiten sind für uns nicht so wichtig. Aber man könnte argumentieren, dass hier die eindeutige Schwäche der gesamten Gateway-Theorie liegt. Wie auch immer, wenn man eine Welle betrachtet, wie unsere Gehirnwellen, hat sie zwei Ruhepunkte, an denen sie ihre Richtung ändert. Diese sind notwendig, denn ohne diese beiden Grenzen wäre eine periodische Wellenform nicht möglich. Für einen kurzen Moment muss sich die Welle also in einem Ruhezustand befinden. Kurz vor dem Erreichen des Unendlichkeitspunkts, an dem sie ihre Richtung ändert, muss die Wellenform die Planck-Distanz überschreiten, die etwa 10 bis minus 33 Zentimeter beträgt. Darüber hinaus bricht unser Konzept von Zeit und Raum zusammen. In Benthoffs Worten, wir betreten eine neue Welt.
Diese Momente, in denen wir vorübergehend die Grenzen von Zeit und Raum überschreiten, werden als Clickouts bezeichnet. Der Trick besteht nun darin, dass man die Welle so stark beschleunigt, dass diese Clickouts so oft und so nahe beieinander auftreten, dass man ein virtuelles Kontinuum jenseits der Raumzeit erreicht. Das Dokument erkennt an, dass dieses Ausrasten ein kritischer Teil der gesamten Theorie ist und verbringt daher einige Zeit damit, es zu erklären und zu rechtfertigen. Als Beispiel für die Anwendung dieses Prinzips in der Natur wird das Konzept der Teilchenverschränkung angeführt. Wenn zwei Teilchen zusammenstoßen oder in irgendeiner Weise miteinander interagieren, selbst wenn sie durch das halbe Universum getrennt sind, können sie scheinbar augenblicklich Informationen austauschen, schneller als das Licht. Laut Gateway liegt das daran, dass der Informationsaustausch jenseits des Clickout-Punktes, jenseits der Raumzeit stattfindet und somit nicht gegen Einsteins Relativitätstheorie verstößt, die sich nur auf die konventionelle Zeit und den konventionellen Raum bezieht und nichts darüber hinaus. Übrigens haben die beiden im letzten Jahr den Nobelpreis für Physik erhalten und damit bewiesen, dass es die Quantenverschränkung tatsächlich gibt. Ob damit auch andere Teile von Benthoffs Theorie bestätigt werden, steht zur Diskussion. Außerdem wird derzeit eine Theorie entwickelt, die sich mit Teilchen befasst, die sich schneller als das Licht fortbewegen, den Tachyonen, vom griechischen Begriff Tachys, was wörtlich schnell bedeutet. Ihre Existenz würde jedoch eine Menge Ärger verursachen, da sie Zeitreiseparadoxien Tür und Tor öffnen und Einsteins spezielle Relativitätstheorie erschüttern würden. Wenn wir uns ansehen, was wir in diesen Zwischendimensionen tatsächlich vorfinden, wird es merkwürdig. Kausalität und Proportionalität zwischen Ereignissen in Zeit und Raum brechen zusammen und fluktuieren. Die Bewegungen werden eher ruckartig als gleichmäßig. Zeit und Raum werden körnig oder klumpig. Vielleicht kann ein Stück Raum von einem Materieteilchen in jede beliebige Richtung durchquert werden, ohne unbedingt mit einem Stück Zeit synchronisiert zu sein. Kurz gesagt, ein Paar von Ereignissen tritt entweder in der Zeit oder im Raum auf, wobei das Paar nicht kausal verbunden ist, sondern durch eine zufällige Fluktuation. Der Text überspringt diesen recht wichtigen Teil, lässt uns aber eine Randnotiz. Die Achse ist sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft offen, wenn man die Dimensionen der aktuellen Zeit und des Raums hinter sich lässt. Bevor wir uns mit einem viel größeren Bereich der Dinge befassen, kehrt das Dokument kurz zur außerkörperlichen Erfahrung zurück und erwähnt den Vorzug, sozusagen von einem höher gelegenen Punkt aus zu beginnen, der es dem Bewusstsein erlaubt, mehr Zeit in dem Fenster jenseits von Raum und Zeit zu verbringen, ohne durch die dazwischen liegenden Schichten reisen zu müssen. Damit sind wir bei Benthoffs Analogie des Bewusstseins als einem Meer. Die sturmgepeitschten Wellen auf der Oberfläche sind die aktuelle Realität. Die Strömungen zwischen der aufgewühlten Oberfläche und den Tiefen des Absoluten, die eine totale Ruhe sind, stellen die Energie dar, die entweder in diesen Zustand der totalen Ruhe eintritt oder aus ihm heraustritt. Welche Form hat das Universum? Flach? Gekrümmt? Hyperbolisch? Ist es ein riesiger Ball, der sich immer weiter ins Nichts ausdehnt und keinen Sinn mehr ergibt? Nun, laut Benthoff ist die Antwort einfach. Das Universum ist ein Donut. Ja, ihr habt mich richtig verstanden. Das Universum hat die Form eines Donuts, genauer gesagt eines Torus, einer riesigen, in sich geschlossenen Spirale, einer eiförmigen oder eierähnlichen Form, in deren Zentrum sich ein Punkt mit extrem komprimierter Energie befindet, von dem aus die Materie durch ein weißes Loch in unser Universum gelangt. Existieren weiße Löcher? Die Wissenschaft sagt, vielleicht? Wir haben keine Beweise, aber theoretisch sind sie möglich, denn sie sind das mathematische Gegenstück zu schwarzen Löchern. Wenn man eine Wurzel berechnet und sie sowohl eine positive als auch eine negative Auflösung hat, dann ist das so ähnlich. Benthoff erkannte also, dass kleine Dinge in der Natur größere Dinge widerspiegeln, wie die Umlaufbahn von Elektronen um einen Atomkern und Planeten um eine Sonne. Also betrachtete er Quasare, die gewaltige, konzentrierte Materie- und Energiestrahlen, sogenannte Quasarstrahlen ausstoßen, die ganze Planeten mit Lichtgeschwindigkeit auslöschen können. Der Energiestrahl sollte konzentrisch sein und sich in alle Richtungen ausbreiten. Und schon hatte man den Urknall, der durch ein weißes Loch verursacht wurde. Die Energie, die durch diesen Prozess entsteht, wird komplexer, wenn sie sich zum anderen Ende des Eies bewegt, wo sie das Universum durch ein schwarzes Loch verlässt.
Zeit ist in diesem Zusammenhang das Maß für die Veränderung, die auf dieser Reise stattfindet, während die Energie entlang der Eisschale reist. Mit anderen Worten, wenn die aus der Unendlichkeit ausgestoßene und durch das Bewusstsein des Absoluten in Grenzen gehaltene Energie nach dem Ausstoß aus dem weißen Loch an der Spitze des Eies Form und Bewegung erlangt, beginnt die Zeit als Maß für die Kadenz dieser evolutionären Bewegung, während die Realität auf ihrer Reise um die Eihülle herum zum schwarzen Loch am anderen Ende wandert. Wenn Energie auf diese Weise in Bewegung ist, erzeugt sie ein Interferenzmuster, das wiederum das universelle Hologramm oder den Torus erzeugt. Alle Energiebewegungen, aus denen das Universum besteht, hinterlassen ihre Spuren und erzählen ihre Geschichte im Laufe der Zeit. Das Hologramm kann gelesen werden, und auf diese Weise wird es möglich, Wissen über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu erlangen, da sie alle gleichzeitig innerhalb des Torus zu jeder Zeit existieren. Da die Zukunft von den Zuständen der Vergangenheit diktiert wird, haben Philosophen seit Generationen versucht, ein Modell für eine zuverlässige Vorhersage der Zukunft zu entwickeln. Nehmen wir zum Beispiel den laplacischen Dämon, der eine Art Weltformel besitzt. Da er den Ort und die Situation aller Teilchen im Universum kennt, kann er die Zukunft perfekt vorhersagen. Die Unschärferelation, die unserem heutigen Wissen über die Quantenphysik zugrunde liegt, verhindert jedoch, dass über den Augenblick hinaus einigermaßen genaue Vorhersagen gemacht werden können. Die Existenz des Universums in diesem ständigen Zustand des Übergangs von der Schöpfung zur Zerstörung durch die Dualität von schwarzem und weißem Loch entspricht auf unheimliche Weise unserer modernen Theorie des Urknalls. Der Urknall geschieht immer und immer wieder und schafft jedes Mal eine neue materielle Realität. Was bedeutet das alles für uns, für unser Bewusstsein? Unser Bewusstsein ist die Grundlage für alles. Es ist das organisierende und leitende Prinzip, das Energie in Bewegung bringt und hält, sodass eine bestimmte Realität entsteht. Wir sind Teil des Absoluten, ein Tropfen im Meer des Brahmana, des Absoluten, des Geistes insgesamt. Wir haben ein Ich-Bewusstsein, ebenso wie das Absolute, aber im Falle des Absoluten ist es eine Funktion von Energie und Bewusstsein in der Unendlichkeit, Allwissenheit und Allmacht in einer Wahrnehmungseinheit. Wenn die Energie in einen Zustand völliger Ruhe innerhalb des Absoluten zurückkehrt, kehrt sie in das Kontinuum des Bewusstseins im Pool der grenzenlosen, zeitlosen Wahrnehmung zurück, der sich dort befindet. Unser Bewusstsein macht unseren Körper aus, aber es geht weit darüber hinaus. Nach Benthoffs Theorie existiert es ganz abseits und außerhalb der Realität, jenseits der Raumzeit, ohne Anfang und Ende. Die Realität hat einen Anfang und ein Ende, weil sie in Zeit und Raum enthalten ist. Aber die fundamentale Energie und das Bewusstsein, die allem zugrunde liegen, haben keinen Anfang und kein Ende. Sie sind ewig. Wenn die Realität endet, kehrt die konstituierende Energie einfach in die Unendlichkeit des Absoluten zurück. Das Gedächtnis als Funktion und Teil unseres Bewusstseins hat denselben ewigen Charakter und bleibt erhalten. Die Rückkehr des Bewusstseins zum Absoluten bedeutet nicht das Aussterben der getrennten Einheit, die das Bewusstsein in der Realität organisiert und aufrechterhalten hat. Mit anderen Worten, wenn wir verschmelzen und Teil des einen werden, verlieren wir nicht unsere Selbsterkenntnis und wir nehmen weiterhin wahr. Was wir jedoch verlieren, ist die Fähigkeit zum individuellen Willen oder zur Wahl, da das Hologramm der Gedanken nur durch Energie in Bewegung geschaffen werden kann, während wir in einem Zustand der Ruhe existieren. Letztendlich gibt es nur reines Gewahrsein, ein allwissendes, unendliches Kontinuum des Bewusstseins. Die Bänder sind die primäre Methode, mit der man den Weg durch den Gateway-Prozess geht. Es muss gesagt werden, dass die Geschwindigkeit, mit der man hier Fortschritte macht, von einer Vielzahl von Variablen abhängt, die für jede Person unterschiedlich sind, zum Beispiel ihre Sensibilität, ihr allgemeiner Geisteszustand und ob sie bereits Erfahrung mit anderen Techniken haben, einschließlich einiger meditativer Praktiken, von denen die Bänder einige Konzepte entlehnen. Ich werde ein paar Gemeinsamkeiten hervorheben, aber ich werde versuchen, den Spiritualismus nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Die erste Technik, mit der die Teilnehmer konfrontiert werden, ist eine sogenannte Energieumwandlungsbox.
Sie werden aufgefordert, ablenkende Gedanken und Sorgen zu isolieren und sich vorzustellen, wie sie diese beiseite schieben. Der nächste Schritt ist die Resonanzstimmung. Bei der durch das Summen eines einzigen Tons, der in den Gateway-Bändern enthalten ist, eine bestimmte Resonanz im ganzen Körper erreicht wird. Dieses Gefühl, sich auf eine bestimmte Schwingung einzustimmen, erinnerte mich an das Singen der Silben, die den verschiedenen Chakren oder Energiemustern des Universums entsprechen. Die Verwendung des Summens kann auch in einigen Praktiken wie Brahmari Pranayam gesehen werden, einer Meditationstechnik, bei der man im Grunde eine Art sensorischen Entzug erzeugt, indem man eine bestimmte Handgeste, die Shamokhi Mudra, annimmt und dann wie eine Biene summt, um den Fokus nach innen zu lenken. Man nennt es auch Bienenatem. Nach diesen Aufwärmübungen für den Geist treffen wir nun zum ersten Mal auf die Hemisynchronisation. Der Hörer wird angewiesen, seinen Körper systematisch zu entspannen, während die Bänder Arten von weißem und rosa Rauschen einspielen. Das Ziel ist es, einen hypnagogischen Zustand zu erreichen, der uns an die Schwelle zum Schlaf bringt. Wir sind weder ganz wach noch schlafen wir, sondern befinden uns in einem Zwischenstadium, einem Grenzzustand des Bewusstseins. Dann sollen wir eine Art Energieballon oder Kraftfeld erzeugen, das die Form des kosmischen Eies widerspiegelt. Es soll nicht nur den Energiefluss verbessern, sondern auch, ich zitiere, vor bewussten Wesenheiten mit niedrigeren Energiestufen schützen, denen wir später auf unserer Reise begegnen könnten. Ziemlich merkwürdig, aber sei's drum. Wir werden am Ende noch ein bisschen mehr darüber erfahren, aber vorher wollen wir uns noch die guten Sachen ansehen oder all die fortgeschrittenen Techniken, die du theoretisch anwenden kannst. Die Gateway-Bänder haben dieses seltsame Power-Ranking mit verschiedenen Konzentrationsstufen. Je höher euer Fokuslevel ist, desto mehr fortgeschrittene Dinge könnt ihr tun und desto mehr Techniken stehen euch zur Verfügung. Sie werden als Werkzeuge zur Förderung der Selbstentdeckung und des persönlichen Wachstums beschrieben. Ab Fokus 10 kannst du dich mit fortgeschrittenen Techniken beschäftigen. Zu diesen Techniken gehören unter anderem Problemlösung, Manifestation, die Nutzung der Erde als Ladegerät, um deine Energie zu steigern und dich zu heilen, die Erschaffung eines buchstäblichen Zauberstabs, den du dann in ein Portal an einigen abgelegenen Orten verwandeln kannst. Astralprojektion und natürlich Zeitreisen, denn warum nicht? Okay, gehen wir also einige davon etwas genauer durch. Erstens, Problemlösung. Das klingt doch ganz normal, oder? Nun, zu Beginn muss man sich seine Probleme vergegenwärtigen und sie dann nach außen ins Universum projizieren. So wie es zumindest in dem Papier beschrieben wird, interagiert euer höheres Selbst dann mit dem universellen Hologramm, um Lösungen zu finden, die als eine Art ganzheitliche Vision oder nomadische Einsicht kommen können, so als wüsstet ihr plötzlich die Antwort auf ein Problem, ohne wirklich zu wissen, warum oder woher ihr es wisst. Aber ihr seid euch sicher, dass es wahr ist. Wissen kann auch in Form von Symbolen oder anderen Formen kommen, für die man in den Tagen nach den Sitzungen erst einmal ein Gefühl bekommen muss. Im Grunde genommen setzt diese Technik die Erinnerung an einen größeren Wissensfundus voraus, auf den wir in diesen veränderten Trancezustand zugreifen können. Und das ist eigentlich gar nicht so abwegig. Viele Menschen aus verschiedenen Kulturen sind zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gekommen. Nehmen wir den Schweizer Psychologen Carl Jung, der sich ausführlich mit dem Thema des kollektiven Unbewussten beschäftigt hat. Später entwickelte er Symptome einer Psychose und Schizophrenie, aber anstatt sich behandeln zu lassen, sah er dies als eine ausgezeichnete Gelegenheit, den Geist eines psychisch Kranken zu erforschen. Daher stammt auch eines seiner berühmtesten Werke, das Rote Buch, aber damit greife ich ein wenig vor. Dieses Konzept, Erkenntnisse aus einem verborgenen Wissenspool zu gewinnen, hat auch Ähnlichkeit mit den Akasha-Aufzeichnungen, einem Konzept aus der Theosophie des 19. Jahrhunderts. Die Akasha-Rollen sind eine geheime Sammlung allen Wissens von jedem Ereignis, jeder Sache oder jedem Gedanken, der jemals im Universum existiert hat, existiert oder existieren wird. Eine metaphysische Bibliothek von allem sozusagen. Auch hier kann man diesen Erkenntnisgewinn von einem Ort außerhalb seiner selbst sehen. Das ist zwar nicht ganz dasselbe, aber man könnte sogar antike griechische Texte von Sokrates zitieren.
Er beschreibt das Lernen oder den Erkenntnisgewinn als einen Prozess des Erinnerns an Wissen aus dem eigenen Inneren, das man in unzähligen vergangenen Leben und in der Zeit, die die Seele in allen irdischen und feinstofflichen Daseinsebenen verbracht hat, erworben hat. Aber genug von dieser Tangente. Wir müssen weitermachen. Farbatmung hat trotz ihres Namens nicht so sehr mit Atmung zu tun, sondern mit verschiedenen Wirkungen auf den Geist und den Körper. Man kann sie nutzen, um sich selbst zu heilen oder um Energieressourcen aus dem elektromagnetischen Feld der Erde wieder aufzufüllen. Deshalb habe ich es so beschrieben, dass man die Erde als eine Art Ladekabel benutzt. In dem Dokument wird als Beispiel angeführt, dass blaues Licht Schwellungen reduziert, im Gegensatz zu rotem oder gelbem Licht, die entweder das Gegenteil bewirken oder keine Wirkung haben. Bei der Farbatmung ist es jedoch nicht die Verwendung einer externen physischen Lichtquelle, sondern das geistige Auge, das eine Wirkung hat. Inwieweit das tatsächlich praktisch ist, kann ich nicht sagen. Ich habe es nicht selbst ausprobiert, also sollte man das, was ich hier sage, mit Vorsicht genießen. Die nächste ist ein bisschen anders. Ich denke, dass der Text eine interessante Sichtweise auf die Theorie hat, deshalb zitiere ich ihn hier einfach. Zauberstäbe und verzauberte Zepter sind Teil der Folklore und okkulten Praktiken vieler Kulturen. Die Zepter, Stäbe und Stöcke, die von Monarchen und Hohepriestern getragen werden, tauchen in der Geschichte so häufig auf, dass man annehmen kann, dass diese Gegenstände zumindest einen Aspekt einer Art archetypischen Symbol darstellen, das der menschliche Verstand, vielleicht unterschwellig, zu schätzen scheint. Man stellt sich im Grunde einen Lichtpunkt vor und lädt ihn mit Energie auf. Dann dehnt man ihn in die Form eines funkelnden, vibrierenden Energiezylinders aus, mit dem man dann Kräfte aus dem Universum kanalisieren kann. In anderen verwandten Techniken wird es auch verwendet, um Teile deines Körpers zu heilen. In anderen verwandten Techniken wird es auch verwendet, um Teile deines Körpers zu heilen. Er ist auch für die nächste Technik wichtig, nämlich das Remote Viewing. Mit diesem Zauberstab könnt ihr eine Art Portal oder Tor erschaffen, einen wirbelnden Strudel, in den ihr hineingeht und euren Geist an den Ort schickt, an den er gehen möchte, um bestimmte Informationen zu erhalten. Das ist einer der interessantesten Punkte der CIA, aber darauf werde ich gleich näher eingehen, wenn wir über Astralprojektion sprechen. Die vielleicht interessanteste und schwer fassbare Praxis im Rahmen des Gateway-Prozesses ist das Reisen in die Vergangenheit und die Zukunft. Wie es der Zufall will, sind diese beiden Dinge auch am schwierigsten zu erreichen, wenn man die seltsame Fähigkeitsskala des Gateways heranzieht. Außerdem werden sie in der Abhandlung etwas stiefmütterlich behandelt, was ein wenig ärgerlich ist. Für Zeitreisen in die Vergangenheit benötigt man einen Bewusstseinszustand namens Focus 15, der laut Monroe-Institut nur von etwa 5% der Teilnehmer innerhalb der 7 Tage des Experiments erreicht wird. Mehr unterschwellige Suggestionen und noch mehr erweitertes Bewusstsein. Das Dokument bleibt sehr vage in Bezug auf den eigentlichen Prozess der Zeitreise und es wird noch spärlicher mit Reisen in die Zukunft. Dazu braucht man das wirklich fortgeschrittene S-Stufenbewusstsein von Focus 21. Es ist unwahrscheinlich, dass es dazu kommt und man muss entweder vorher durch Meditation konditioniert worden sein oder monatelange bis jahrelange Praxis mit den Gateway-Bändern haben, um überhaupt eine Chance zu haben, diese Technik zu erproben. Darüber hinaus erfahren wir nichts. Keine Beschreibung des eigentlichen Prozesses, keinerlei Hinweise. Es ist so etwas wie das glänzende Pokémon des Gateway-Prozesses. Aber ohne uns noch weiter zu quälen, kommen wir zu etwas Zugänglicherem. Die außerkörperliche Bewegung, kurz OBM oder Astralprojektion, ist eine interessante Sache. Sie ist der Grund, warum ich überhaupt erst auf den Gateway-Prozess gestoßen bin. Und sie scheint auch der Hauptgrund zu sein, warum sich die CIA für die Monroe-Bänder interessiert hat. Und das aus gutem Grund. Wenn es tatsächlich durchgängig funktionieren würde, wäre die militärische Nutzung von Bilokation, Remote Viewing und allgemeiner Spionage, die durch OBM ermöglicht wird, bemerkenswert. Missionen könnten durchgeführt und mit genauen Informationen über den Standort eines Ziels oder anderer Personen unterstützt werden, ohne dass dafür Personal in Gefahr gebracht werden müsste. Es gab eine eher obskure Taskforce, die unter dem Namen Stargate-Projekt agierte und versuchte, einige der Werkzeuge des Gateways für militärische Operationen einzusetzen. Das Projekt wurde jedoch eingestellt und 1995 freigegeben, nachdem es nach Angaben der CIA keine nennenswerten
unbewerteten nützlichen Informationen geliefert hatte. Die Informationen waren oft vage und unzuverlässig. Dies wurde durch Tests des Monroe-Instituts selbst bestätigt, das die Genauigkeit von OBM und Remote Viewing mit einem Experiment überprüfte. An einem Ort durchlief ein Teilnehmer den Gateway-Prozess und begab sich dann mit Hilfe der Astralprojektion an einen zweiten Ort, wo er eine Folge von 10 Zahlen auf einem Bildschirm lesen musste. Das Experiment wurde als gescheitert bezeichnet, da die Zahlen nie richtig waren. Auf die Frage, warum die Ergebnisse so unzuverlässig waren, kamen die Forscher des Instituts auf die Idee, dass sich in diesem Astralbereich Verzerrungen durch Gedanken, andere Energiemuster und der Einfluss anderer Zeiten mit den Erfahrungen der Teilnehmer überschnitten. Abgesehen von diesem historischen Kontext stellt sich nun die Frage, wie die außerkörperliche Bewegung tatsächlich funktioniert. Wenn ihr euer eigenes elektromagnetisches Feld mit dem eurer Umgebung in Einklang gebracht habt, ist es theoretisch möglich, euch von eurem Körper zu lösen. Für das Lösen vom Körper gibt es eine Reihe von Techniken, wie zum Beispiel das Abrollen, das Herausgleiten aus dem Körper zu einer Seite oder die Vorstellung, sich an einem unsichtbaren Seil aus dem Körper zu ziehen. Viel Spaß beim Ausprobieren! Das Papier enthält eine interessante Randnotiz. Die meisten von uns sind bereits in der Lage, Bewegungen außerhalb des Körpers auszuführen, wenn wir uns in den Phasen des REM-Schlafs befinden. Das liegt daran, dass einige der Voraussetzungen für OBM im Wachzustand bereits im REM-Schlaf gegeben sind. Erstens sind in dieser Phase die motorischen Cortex-Funktionen des Körpers deaktiviert. Nur die Atmung und die Augenbewegung laufen ungestört weiter, der Rest ist gelähmt. Das ist ein evolutionärer Schutz, damit wir das, was wir in unseren Träumen erleben, nicht körperlich ausleben. Wir können reden, springen und herumlaufen, ohne dass unser Körper auf die Reize reagiert. Diese intensive Entspannung beseitigt auch das Bifurkationsecho des Herzens, das für das Erreichen der richtigen Resonanz oder Frequenz entscheidend ist, die wir brauchen, um diese veränderten Zustände zu erreichen. Die zweite Bedingung für OBM, die im REM-Schlaf erfüllt ist, ist die Beruhigung der linken Gehirnhälfte. Das Einzige, was fehlt, ist die Synchronisation der rechten und linken Hemisphäre während des Gateway-Prozesses. Nichtsdestotrotz hilft die Praxis des luziden Träumens und das bewusste Erinnern an eure Träume, eure Verbindung und die Erinnerung an die Erfahrung des OBM zu stärken. Diesen Zustand im Wachbewusstsein zu reproduzieren, ist jedoch eine andere Sache. Das Dokument lässt uns mit einer eher kryptischen Botschaft zurück. Es kann sogar postuliert werden, dass einige Träume, die mit tiefen Schlafzuständen verbunden sind, in Wirklichkeit Funktionen derselben Art von verändertem Bewusstsein sind, das bei allen fokussierten 12, 15 und 21 Zuständen eine Rolle spielt. Was auch immer das bedeutet, bleibt eurer Interpretation überlassen. Die jüngste Neubelebung des Interesses am Gateway-Prozess hat vor allem mit dem folgenden Abschnitt des Dokuments zu tun, der unter 24 Seiten mühsamer Vorarbeit versteckt ist. Fast am Ende der Abhandlung erörtert der Autor MacDonald die Auswirkungen des Gateway-Prozesses auf verschiedene religiöse Systeme und kommt zu einer recht zahmen Schlussfolgerung. Die Prinzipien, die Gateway zugrunde liegen, der universelle Torus und die in der gesamten Materie enthaltene Symbolik, sind überraschenderweise oder auch nicht mit vielen anderen heutigen Weltreligionen kompatibel. Sowohl das Bild des kosmischen Eies als auch das Konzept, dass unsere sichtbare Realität eine Schöpfung einer allwissenden, unsichtbaren Gottheit ist, findet sich sowohl in östlichen als auch in jüdisch-christlichen Glaubenssystemen wieder. Das christliche Konzept der Dreifaltigkeit sowie der hebräische Baum des Lebens sind Konzepte, die mit der Sichtweise des Gateways auf die Realität harmonieren. Die Beschreibung der Energie, die völlig in der Unendlichkeit ruht, entspricht dem christlichen metaphysischen Konzept des Vaters, während das unendliche Selbstbewusstsein, das die Welt bereitstellt, um einen Teil dieser Energie in Bewegung zu bringen, dem Sohn entspricht. Der Text steigert sich bis zu seinem Höhepunkt am Ende von Seite 24. Er endet mit dieser Passage. Und der ewige Gedanke oder das Konzept des Selbst, das aus diesem Selbstbewusstsein resultiert, dient dem, und dann hört es einfach auf. Seite 25 ist nirgends zu finden.
Nun, das Geheimnis der fehlenden Seite 25 war in den letzten Jahren Gegenstand vieler Diskussionen. Viele Leute wandten sich an die CIA und stellten Anträge auf Freigabe der Seite, ohne Ergebnis. Die CIA gab nicht nach und behauptete, sie habe die Seite gar nicht gehabt. Einige Internettheorien besagten, dass die Seite absichtlich von McDonald's oder Monroe selbst weggelassen wurde, eine Art Lackmustest. Derjenige, der das Training tatsächlich absolviert und Zeit und Raum überwunden hat, würde in der Lage sein, die fehlende Seite zu finden. Aber wie so oft im Leben waren die Dinge am Ende doch nicht so geheimnisvoll. In einem ausgezeichneten Artikel von Toby Campion von Vice wurde aufgedeckt, dass sie die fehlende Seite mit der Post erhalten hatten. Es stellte sich heraus, dass das Monroe-Institut sie schon die ganze Zeit hatte und niemand auf die Idee gekommen war, sie einfach zu erfragen. Nachdem das Thema und vor allem Campions erster Artikel über den Gateway-Prozess auf TikTok und in anderen sozialen Medien die Runde machte, nahm das Institut Kontakt mit ihnen auf und veranlasste die Veröffentlichung von Seite 25. Ich empfehle euch, den Originalartikel zu lesen. Er ist es meiner Meinung nach wert. Was sagt uns also die fehlende Seite? Im Grunde setzt sie die Parallele zur christlichen Dreifaltigkeit fort. Die Seele oder der Heilige Geist erschafft Zeit und Raum als Mittel zur Interaktion mit dem universellen Hologramm. Die Seite legt auch einen Schwerpunkt auf die Selbsterkenntnis. Erkenne dich selbst, das Grundaxiom allen Wissens. Bevor man sich mit der Welt auseinandersetzt, muss man nach innen schauen und sehen, was man dort entdecken kann. In McDonalds Worten scheint dies eines der wahren Versprechen der Gateway-Erfahrung zu sein. Die Fähigkeit, ein Portal zu bieten, durch das der Einzelne auf der Grundlage monatelanger, wenn nicht jahrelanger Übung auf seiner Suche nach sich selbst, nach persönlicher Wirksamkeit und nach Wahrheit im weiteren Sinne gehen kann. Und dabei kann es sich um einen langsamen, aber letztlich lohnenden Prozess handeln, denn man muss nicht unendlich geduldig sein und nicht an ein bestimmtes Glaubenssystem oder eine Gottheit glauben. Selbst ungeduldige, ergebnisorientierte, skeptische Pragmatiker können durch die Anwendung der Gateway-Methode ein besseres Verständnis von sich selbst und der Welt um sie herum erlangen. Bevor wir dieses Video beenden, möchte ich noch ein paar Dinge erwähnen. Das Dokument selbst endet mit einer Art anekdotischer Auflistung einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für die vielversprechendste Methode zum Erreichen veränderter Zustände. Und ein paar Dinge muss ich einfach erwähnen, es wäre zu schade, dies nicht zu tun. Dazu gehört der Multifokus-Ansatz, bei dem drei Personen gleichzeitig in die Astralprojektion gehen. Einer bleibt in dieser Raumzeit und beobachtet die Körper, während die anderen beiden in die Vergangenheit bzw. Zukunft gehen. Wenn sie alle gleichzeitig in den veränderten Zustand eintreten, teilen sie im Idealfall ein gemeinsames Energienetz und können sich auf die Wahrnehmung der anderen einstellen, um Informationen genauer zu empfangen. Die beiden anderen Dinge sind etwas bedrohlich, aber ich fand es einfach witzig, wie sie ganz am Ende des Papiers versteckt wurden. Erstens. Seid intellektuell darauf vorbereitet, auf mögliche Begegnungen mit intelligenten, nicht körperlichen Energieformen zu interagieren, wenn die Zeitraumgrenzen überschritten werden. Und Nummer zwei, arrangiert, dass Gruppen von Menschen im Fokus-12-Zustand ihr verändertes Bewusstsein vereinen, um holographische Muster um empfindliche Bereiche herum aufzubauen, um möglicherweise unerwünschte außerkörperliche Präsenzen abzuwehren. Mann, oh Mann! Was verschweigen Sie uns? Warum müssen wir Energiefelder um uns herum aufbauen, um uns vor intelligenten, nicht körperlichen Wesen zu schützen? Wo sind die Außerirdischen? Wie auch immer, ich fand das einfach interessant. Damit ist dieses ganze Megaprojekt von mir abgeschlossen. Eine letzte Sache vielleicht noch, bevor ich mich abmelde. Ich verstehe, dass einige Aspekte des Gateway-Prozesses schwer zu begreifen sein können, insbesondere aus einer rein intellektuellen Perspektive. Ich möchte jedoch betonen, dass mein Ziel nicht darin bestand, die Gültigkeit des Konzepts zu beurteilen oder zu widerlegen. Vielmehr wollte ich eine interessante Idee vorstellen, die ich online entdeckt habe. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn es etwas länger war als gewöhnlich. Wenn ihr in Zukunft mehr solcher Inhalte sehen möchtet, lasst es mich bitte wissen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf. Alright, that's it. Have a safe trip.